Sie ist gerade einmal 1,53 Meter groß und wiegt knappe 40 Kilo. Doch so zerbrechlich wie Tegla Lorup aussieht, ist sie nicht. Als erste Afrikanerin gewann sie den prestigeträchtigen New York Marathon. In Rotterdam brach sie den Weltrekord und in Berlin brauchte sie für dieselbe Strecke noch einmal 4 Sekunden weniger. Damit unterbot sie ihren eigenen Rekord noch einmal um 4 Sekunden. Die 42 Kilometer lief Tegla in nur 2 Stunden, 20 Minuten und 43 Sekunden. Doch trotz ihres Erfolges ist die Spitzensportlerin bescheiden geblieben. Ich will mir das nicht bewusst machen, dass ich den Weltrekord gebrochen habe. Ich will mich nicht einem so großen Druck aussetzen. Ich bleibe dieselbe Tegla wie vorher. Tegla ist Kenianerin und eine Pokot. Hier in den grünen Bergen im Grenzgebiet zwischen Uganda und Kenia liegt das Stammesgebiet der Pokot. Teglas Vater hat 4 Frauen geheiratet. Mary, Teglas Mutter, ist seine erste Frau. Tegla hat 24 Geschwister. Das ist mein Zuhause. Hier bin ich geboren und da drinnen bin ich aufgewachsen. Und später sind wir dann einfach umgezogen von dieser Seite auf die andere. Wir nennen unser Haus Buma. Dort leben meine Eltern jetzt und auch ich, wenn ich heimkomme, lebe ich mit ihnen. In 2500 Metern Höhe ist die Luft so dünn, dass andere schon beim normalen Gehen nach Luft japsen. Tegla ist das Laufen in dieser Höhe gewohnt. Das ist meine frühere Grundschule. Hier war ich von der 1. bis zur 7. Klasse. Ich war es gewohnt zu rennen von zu Hause bis hierher. Und das waren so rund 8 bis 10 Kilometer, nur einfach. Und wenn dann die Schule um 5 Uhr zu Ende war, dann musstest du wieder zurücklaufen. Ein besseres Training gab es sicherlich nicht. Schon während ihrer Schulzeit nahm Tegla an verschiedenen Rennen teil. Aber ihr Vater wollte von einer Läuferkarriere nichts wissen. Mein Vater hielt nichts vom Sport. Er hatte auch Angst, dass wenn ich dann ins Ausland gehe, dass ich verdorben werde. Doch Tegla setzte sich mit Hilfe der Mutter gegen den Vater durch. Tegla hat schon als Kind das gemacht, was sie wollte. Sie war ein Dickkopf. Sie wollte was tun und sie wollte, dass wir stolz auf sie sind. Auch wenn der Vater ihr manchmal Steine in den Weg geworfen hat. Sie hat sich durchgesetzt und ich habe ihr dabei geholfen. Trotzdem war der Weg für eine Läuferkarriere noch nicht frei. Die Pokots sind arm und als Viehdiebe verschrien. Keiner der verantwortlichen Sportfunktionäre wollte, dass eine Pokot-Frau das Land vertritt. Ich erinnere mich, da haben sie das Team zusammengestellt, das nach Boston gehen sollte. Und ich habe mich 3-mal qualifiziert. Ich war einmal Nummer 3, Nummer 2 und Nummer 4. Und normalerweise nehmen sie welche bis Platz Nummer 8. Und ich habe sogar mit den anderen Mädchen trainiert. Doch dann haben sie zu mir gesagt, Tegla, du gehst nicht. Ich fühlte mich enttäuscht. Sie wollten, dass ich den Sport aufgebe. Tegla ließ sich nicht unterkriegen. Als sie mit Hilfe des Sportsponsors Nike Kenia verließ und in Deutschland trainierte, hatte sie Erfolg. Sie brach den Marathon-Weltrekord in Rotterdam. Und bis heute hält sie den Weltrekord auf der Strecke von 30 Kilometern mit einer Zeit von 1 Stunde und 47 Minuten. Doch auch Niederlagen gab es während ihrer Karriere immer wieder. Aber aufgeben kam für Tegla nicht in Frage. Das erlaube ich mir nicht. Schon als ich ganz klein war, wurde ich in unserer Familie gelehrt, durchzuhalten. Es ist sozusagen unsere Tradition, zu kämpfen bis zum Ende. Denn das Leben ist nicht immer leicht. Laufen ist für die Kenianer eine der wenigen Möglichkeiten, der Armut zu entrinnen. Und deshalb ist Tegla für viele hier zum Vorbild geworden. Die ganze Familie lebt von ihren Einkünften. Ihren Schwestern Emily und Gladys finanzierte Tegla die Ausbildung. Sie hat das Leben in unserem Dorf verändert. Viele Frauen gehen jetzt zur Schule und das nur wegen ihr. Auch das angespannte Verhältnis zum Vater hat sich geändert. Man ist stolz auf sie und Teglas Lieblingsbruder Philipp spricht das aus, was sich sonst keiner zu sagen traut. Sie ist der Leader.
Sie ist der Chef. Alle folgen ihr. Sie hat bei uns die Rolle einer Sprecherin. In unserer Familie, aber auch im ganzen Clan. Und Tegla weiß, wie wichtig eine gute Ausbildung ist. Nach dem Tod ihrer Schwester Albina hat sie auch noch deren 6 Kinder adoptiert. Ein schwieriges Vermächtnis, denn nach Pokot-Tradition müssen die Kinder eigentlich dem Mann der Verstorbenen zugesprochen werden. Die jüngsten Kinder leben bei der Großmutter, die älteren im Internat. Bezahlt wird alles von Tegla. Ich brauche diese Art von Druck. Wenn ich fühle, dass so viele von mir abhängig sind, dann versuche ich, mein Bestes zu geben. Und wenn ich dieses Gefühl nicht in meinem Kopf habe, könnte ich vielleicht verlieren. Und ich versuche nichts zu tun, was den Leuten schaden kann. Deshalb gebe ich auch immer mein Bestes. Beim Marathonlauf durchzuhalten, um der Familie zu helfen, um sich für Bildung und für Kinder in Not zu engagieren, war für Tegla schon immer selbstverständlich. Und genau das ist auch ihre Motivation, heute die Arbeit der SOS-Kinderdörfer weltweit zu unterstützen.